Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Ikaria. Heute kümmern wir uns tatsächlich um den letzten leeren Fleck, den wir jetzt bauen. Das nächste Video wird wahrscheinlich sein, unseren letzten ungewollten Bewohner loszuwerden, denn hier wohnt leider immer noch Clemens, der hier nicht hingehört. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen offline gespielt, weil wir mit dem Auto eine längere Fahrt hatten und habe die ganzen kleinen Flecken und Strände dekoriert bis eben hier auf diesen letzten Bereich. Und dazu möchte ich sagen, an was denkt man, wenn man an Griechenland denkt? Genau, an die ganzen Säulen, an die Akropolis, an die alten Gebäude der alten Griechen. Und ich wollte hier hinten quasi eine Art Ruinen, sag ich mal Akropolis. Ihr kennt das ja bestimmt aus von Bildern oder vom Fernsehen oder so. Und das wollte ich jetzt hier hinbauen. Und dazu gehe ich jetzt kurz zu Tom und wir holen uns einen Aufgang und dann lege ich mal ein bisschen Boden aus und dann sehen wir uns wieder. So, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier den Boden verlegt. Ich habe ihn jetzt einfach mal wild rumverlegt. Und jetzt würde ich hier gerne, wir haben hier die Statuen, habe ich mitgenommen. Deswegen den obersten Teil quasi jetzt versuchen zu gestalten. Und dann möchte ich unten ein, wie soll ich sagen, ein bisschen Deko hinpacken. Denn, ich weiß nicht genau, wie ich das so... Also wir haben ja quasi im Spiel die Steine an sich. Ich denke, ihr wisst bestimmt alle, was ich meine. Und für diese Steine, die spawnen ja quasi... random und ich wollte die quasi, komme ich jetzt hier nicht mehr runter? Ich wollte die ja quasi nutzen, um sie auch hier als Teil der Ruine zu haben. Und deswegen platzieren wir jetzt nur hier so am Rand die Deko, damit dann die Steine sich zwischenreihen schummeln können, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen möchte ich jetzt quasi versuchen, hier so ein bisschen die Deko schon hinzustellen. Und dann springen wir ein bisschen in der Zeit, damit die Steine quasi auftauchen. Und ich hoffe dann, dass vielleicht sogar Clemens ausziehen möchte, während wir wild durch die Gegend springen. Wir werden sehen. Auf alle Fälle würde ich das sehr gut finden, wenn er sich währenddessen dazu entscheidet, auszuziehen. Aber ja, wir werden sehen, wie das wird. Und jetzt gucken wir mal, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Säulen. Da werde ich mir auch noch welche holen müssen. Aber das macht ja nichts. Hier eine hin. Und hier würde ich gerne noch eine hin tun. Habe ich noch eine halbe? Ja, okay. Hier eine. Und habe ich noch eine ganze? Ja, die habe ich auch. Dass wir die hier nutzen. Und hier würde ich natürlich auch gerne jetzt erstmal... Hier habe ich noch ein Tor. Und hier habe ich noch ein Tor. So irgendwie. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Ich glaube, viel habe ich gar nicht mehr. Die Statuen habe ich, genau. Eine der Statuen wollte ich hier noch mit hinpacken. So. Und dann natürlich hier den Turm von Pisa hier noch mit reinpacken. Ich glaube, die kann man sogar so ein bisschen drehen, damit sie nicht in die gleiche Richtung schauen. Das wäre, glaube ich, cooler. Und dann packen wir hier noch die Eleganzstatue rein. Gefällt mir das? Nee, ich glaube, ich lasse die hier raus. Und pack die irgendwo hier vorne hin. Hier, glaube ich, sehen sie besser aus, wenn ich sie hinmache. Hier. Schaust du bitte nach da. Und hier. Und schaust du bitte nach hier. Mal so irgendwie. Genau. Und dazwischen, glaube ich, könnte sogar noch eine Säule. Ich würde dann hier gerne eine Säule hinmachen und hier noch eine versuchen dann hinzumachen.
Und dass da quasi auch kein Stein gleich spawnt, machen wir hier nochmal Boden hin. Oh. Ne, hier wollte ich Boden hin haben. So, okay. So, hier haben wir das Grundgerüst, wo ich keinen Stein haben möchte. Wenn er sonst irgendwo fällt, ist es mir eigentlich egal. Ich springe jetzt Tag für Tag, sodass die Steine hier spawnen. Und check mal, ob Clemens ausziehen möchte. Falls er ausziehen möchte, werdet ihr das jetzt gleich sehen. Und wenn nicht, treffen wir uns gleich hier wieder. So, jetzt haben wir hier... Die Steine sind hier ja wild gespawnt, so wie ich es wollte. Die meisten leider hier unten und ich glaube zwei hier hinten. Eins, zwei und einer ist oben gespawnt, aber das ist okay. Ich wollte sie einfach hier irgendwo in der Akropolis, sag ich jetzt mal, haben. ja, so, da haben wir eine Bruchsäule. Ich würde jetzt gerne mit euch wie so säulenmäßig hier... Akropolis-mäßig versuchen, das so ein bisschen eher zu gestalten. Ich möchte es nicht zu voll stellen, deswegen testen wir jetzt einfach mal, wie wir es machen. Hier hinten könnte ja dann ein Ruinentor rein, würde ich sagen. Ja, dann können wir hier eine Burgsäule reinmachen. Ich habe mir auch diese kleinen Hocker diesmal mitgenommen, weil die gibt es ja auch noch. Und hier, finde ich, sieht es dann so aus, als wäre hier quasi ja, mehr kaputt gegangen über die Jahre. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich habe keinen genauen Plan. Ich möchte einfach nur, dass es wirklich ein bisschen an Griechenland erinnert, ein bisschen an die Akropolis. Und dass es nicht zu vollgestellt ist, weil ja, vollgestellt hat man es ja schnell mal. Und das möchte ich hier irgendwie, ja, nicht so gerne. Und deswegen machen wir das hier so am Rand ein bisschen säulenmäßig einfach. Und ich gucke einfach, wie es dann aussieht. Und ob ich es so lassen möchte oder nicht. Oder, ja, wir werden sehen. Wir können ein bisschen mit den Hockern hier arbeiten und die so ein bisschen verteilen und vielleicht auch zwischendrin mal wieder so ein Tor reinstellen. Wie gesagt, ich bin hier nicht ganz so sicher, wie ich das hier gestalten will. Ich würde nämlich einfach nur gerne eben diese Säulen hier nutzen. Aber es soll irgendwie auch nicht, naja, überladen sein. Es ist so ein bisschen schwierig zu erklären irgendwie. Ich hole mir jetzt mal aus meinem Schrank ein paar Ruinentore. Und dann gucke ich mal. Ich glaube, ich habe hier noch einige Ruinentore auch, die wir nutzen können. Hier, ja, es sind noch ein paar da. Die nutzen wir auch einfach. Und ich schaue mal, wo ich die am besten verteile. Vielleicht sollte ich erst die Ruinentore machen. Und dann einfach die anderen Sachen drumherum verteilen, damit es nicht so krass voll ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Also verteilen wir jetzt erstmal die Tore. Hier mache ich mal das hier leider weg, das ist mir im Weg, aber ich könnte es ja hier eigentlich direkt wieder einpflanzen. Hier ein Tor hin und dann machen wir einfach hier noch ein Tor hin. Das schieben wir auch nochmal ran. Und hier können wir noch eins ran machen, dann ist es hier auch nicht so leer. Hier kann man gut durchlaufen. Hier hinten wollte ich auch noch ein Tor hinstellen. So hin. Okay. Und vielleicht stellen wir hier noch eins rein, dass man so durchgehen muss irgendwie. So, und dann hier lang. Bevor man, ja doch, mit so ein paar Hockern im Weg könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Und oh, das ist schon eine Bruchsäule. Hier habe ich noch ein Tor. Das hier irgendwie in den Weg. Ja, gut. Hier würde ich lieber mit Säulen arbeiten. Aber wir haben hier noch was. Jawohl. Und hier vielleicht noch eins hinstellen. Ein bisschen ranschieben. Ja, doch. Hier haben wir noch eins. Das mit so weit vorne, vielleicht das hier hinten hinzustellen. Vielleicht das hier besser. Ja. Ja. Okay. So.
Hier, glaube ich, arbeiten wir lieber mit ein paar Säulen, oder? Dass wir hier noch eins reinstellen, so in die Mitte. Und vielleicht hier irgendwie in die Mitte. So, gut. Und hier wollte ich freilassen. Hier vielleicht eine Bruchsäule hinstellen. Und hier eine ganze. Dann können wir hier noch eine ganze reinstellen. Ja. Hier vorne vielleicht noch eine kaputte. Mal hier doch ein bisschen verteilen. Dass es einfach so, ja, aussieht wie ein Gebäude, das irgendwie nicht mehr existiert. Ich muss sagen, ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwerer, als ich gedacht habe, dass ich mich tun werde. Aber okay, nee, hier gibt es kein Kneifen. Ich wollte eine Fake-Akropolis, jetzt muss ich auch eine bauen. Ich bin gespannt, ob ich damit zufrieden sein werde. Ich kenne mich, ich bin ab und zu total picky und dann reiße ich wieder alles ab. Aber ich möchte eigentlich gerne hier mit der Insel mal fertig werden. Ich habe total Bock, wieder was Neues. Ich habe auch schon eine, ich sag mal, Idee für was Neues. Also in mir reift schon wieder, sag ich mal, ein Plan für eine neue Insel. Und hier müssen ja dann tatsächlich eben nur, ich sag mal zwar nur in Anführungszeichen, ne, hier die Akropolis fertig gebaut werden. Und dann müssen wir noch Jobs austauschen. Und dann sind wir tatsächlich eh schon wieder fertig, würde ich sagen. Aber wir werden sehen. So. Und wir füllen das natürlich auch noch mit Blumen und Unkraut so ein bisschen auf. Hier noch. Und vielleicht kann ich hier noch einen in den Weg stellen. Ich will tatsächlich das so ein bisschen, ja, dass man hier gut durchlaufen kann. Und nicht so, ja, ruckelt beim Durchrennen. Weil das kann ich auch gut. Ich meine, die ganze Insel ist schon ziemlich am Ruckeln, wenn man drüber läuft. Und das wollte ich eigentlich diesmal nicht so. Das ist so krass. Ja, das ist halt einfach nicht schön ist zum Durchlaufen. Ich meine, ich bin ja prädestiniert dafür, dass ich Inseln hinkriege, die auch ziemlich ruckeln. Aber das würde ich tatsächlich diesmal eigentlich gerne verhindern, dass es so arg voll wird. Obwohl es schon, muss ich sagen, echt ziemlich ruckelt. An manchen Stellen habe ich hier schon echt arg viele Items platziert und da ist schon echt nicht mehr so einfach durchzulaufen. Und jetzt wollte ich hier hinten eigentlich nicht übertreiben, aber ja, wer weiß, bis wann mir das hier gefällt, ne? Das ist halt das nächste Problem wieder. Aber es sieht auch schon gar nicht so schlecht aus hier. Muss ich jetzt hier oben hinten, wollte ich noch was hinstellen, dass es hier nicht so nackt ist. Genau. Und dann gehen wir mal und holen ein paar Blumen. Dass wir die hier auch so ein bisschen verteilen können. Hier noch das Unkraut hinsetzen. So. Jetzt brauche ich natürlich erstmal meine Schaufel. Bitte, Schaufel. So. Ich würde auch sagen, ich benutze gar nicht noch mehr Säulen-Items. Und ansonsten ist es wieder voll irgendwie. Ich sammle jetzt hier mal alle Blumen ein und dann verteile ich die. Und dann rennen wir einmal drüber und wir schauen dann, wie es aussieht. Vielleicht platziere ich noch ein paar Kokosnussbäume, das werden wir gleich sehen. So, ich bin die Tage jetzt gesprungen. Die Palmen sind fertig gewachsen. Mal hier noch die Fossilien kurz noch einsammeln. Oh, daneben. Ja, das sollte man auch gelernt haben, ne?
So, und dann schauen wir uns jetzt das Ganze mal an, wie das jetzt hier geworden ist mit den gewachsenen Sachen. Und ich muss sagen, ich finde es echt ganz gut gelungen. Kurz hier noch ein Stückchen weiter ranzugehen. Was denkt ihr? Ich finde, dass es doch ganz, ganz cool aussieht. So. Es sieht griechisch aus, es sieht alt aus, es sieht verlassen aus. Ich finde es tatsächlich echt ziemlich cool, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie ihr es findet und ob ihr findet, dass es irgendwie gut zum Thema passt. Man kann hier gut durchlaufen, es ruckelt nicht so viel. Die Palmen geben noch so ein bisschen, ja, hier wurde halt alles der Natur überlassen, Vibe. Und doch, ich bin sehr zufrieden. Ich habe hier noch, wie ihr seht, die Fruchtsache auf den Boden geschmissen. Ich müsste jetzt noch eine im Inventar haben, die können wir auch hier hin machen, so quasi, ja. Die Touristen vergessen immer ihren Müll mitzunehmen. Können wir das hier noch hinschmeißen? Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier für heute auch schon wieder fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann zum vorletzten Video hier von Karia wieder. Tschüss!